Safe Call. Daran erinnere ich mich noch gut. Das war nicht Dr. Krasier, Lucem Hager und Sergeant Crowley. Kennst du Sergeant Crowley? Sie hat mich aufgezogen. Hat aus mir eine Killermaschine gemacht. Hab ich mir gedacht. Du hast was Besonderes an dir. Als ob du von den Härtesten und Besten ausgebildet wurdest. Sie hat es nicht geschafft. Wurde beim Angriff getötet. Das tut mir leid. Und es erklärt, warum du hier bist. Anstelle von Crowley. Die Obrigkeit muss unbedingt vernichtet werden. Amen. Armer McCoy. Wie heißt du eigentlich? Nenn mich Walker. Walker, okay. Walker, der Todesengel. Kannst mich auch Gabriel nennen, wenn du willst. Was ist das? Was war das da? Kurz dieses Blaue am Rand. Hast du auch gesehen? Ach, das war die Waffe. Lol. Ha! Opi! Das ist der aus Teil 1, der Marshall, oder? Ich weiß nicht. Das ist mein Arsenal. Meine Basis. Von hier aus kann ich an Projekt Dagger arbeiten. Da der Strom jetzt wieder fließt, könnte ich bei ein paar weiteren Projekten Hilfe gebrauchen. Was du nicht sagst. Walker, diese Projekte helfen dir ebenfalls. Während ich mich um Dagger kümmere, kannst du dich auf die gewaltige letzte Schlacht vorbereiten. Du weißt es vielleicht nicht, aber zu Projekt Dagger gehört auch mit einem zusammengestückelten Panzer ins Hauptquartier der Obrigkeit zu walzen und dem Oberghoul General Cross persönlich einen mörderischen Nanotreten-Cocktail zu verpassen. Klingt nach Spaß. Dann lege ich lieber mal los. Besser wär's. Ich kontaktiere dich über die Combox, falls nötig. Glückwunsch, du hast Marshalls Projekte freigeschaltet, in denen es hauptsächlich um Kampf geht. Das ist gut. Wenn wir es jetzt töten und vernichten. Triff dich mit John Marshall, um die Operation zu starten. Das haben wir ja geschafft. Einige von Marshalls Projekten sind von Anfang an verfügbar. Für andere musst du jedoch eine neue Stufe freischalten. Indem du seine Operationen auflevelst, du erhöhst das Operationslevel, indem du Orte oder Aktivitäten dieses Verbündeten abschließt. Marshall stehen für Töten oder Töten und Vernichten. Das ist nicht verkehrt. Die sind also lila, okay. Jo, was ist da denn los? Richtiges Rumgeballere. Ach, das ist jetzt die erste Stufe von Marshall. Du kannst 25% mehr von jeder Sorte Munition tragen. Und das ist nicht verkehrt. Du kannst bis zu 6 Wurfwaffen jedes Typs tragen. Junge, habt ihr gesehen, wie er die da verteilt hat? Ey, so zack, zack, zack. Boah, die Vorschau erinnert mich so ein bisschen an Just Cause 3. Oder? So ein bisschen erinnert das so ein bisschen an Just Cause 3, oder? Was ist das? Verringert Erschütterung und getrübten Blick, wenn du Schaden erleidest. Hä? Keine Ahnung, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ein Überraschungsangriff fügt dem Gegner 5-fachen Schaden zu. Oh, das ist nicht verkehrt so. Du kannst durch die Luft fliegende Granaten mit einem gut getimten Nahkampfangriff ablenken. Auch nicht schlecht, ne? Ich würde sagen, die Munition wäre am besten. Weil wir so viel Munition einsammeln können. Ach, Leute, man kann mehrere Projekte. Gibt es auch was anderes? Töten und Vernichten? Grundausbildung. Schalte das Fahrzeugmenü und den Phoenix. Ah, das haben wir ja gemacht. Freigeschalteter Overdrive-Multiplikator. Erhöhe das Limit für den Overdrive-Multiplikator auf 10, sodass du auch aus Kills mehr Overdrive- und Felitri-Zellen generierst. Erhöhe das Limit für den Overdrive-Multiplikator auf 10. Ach, cool. Okay. Nö. Niente. Und die müssen wir noch... Ach so, und die müssen wir noch anquatschen. Hier, das ist der alte Opa. Ist das irgendwas Cooles oder sollen wir erstmal sparen? Weiß ich sonst nicht. Da
Das können wir auch nochmal nehmen. Haben wir ja gerade auch ein paar Mal gemacht, ne? So. Kalt. Hä? Ach, musste man. Hä? Wie hat sich das jetzt weitergeschaltet? Keine Ahnung. Steht. Jetzt auf jeden Fall sind wir zur nächsten Reihe. Du kannst 25% mehr von der Sorte Spezial. Was ist denn Spezialmuni? Konnte man in Teil 1 die Muni wechseln? Ja, da war ja was, ne? Ich glaube, man konnte die Munition wechseln, oder nicht? Ermöglicht das Hin- und Her wechseln zwischen Waffenmodifikationen desselben Levels. Ermöglicht Nachladen beim Sprinten. Das ist nicht verkehrt. Beim Sprinten durch feindliche Kugeln erlittener Schaden ist um 30% verringert. Also wenn man... Okay. Rutsche im Overdrive, um einen Leichtgegner, um ihn durch die Luft zu schleudern. Chance 15%, dass ein Nahkampfangriff 50% mehr Schaden zufügt. Das ist auch nicht verkehrt. Also von allen Sachen ist das Sprinten und das hier nicht verkehrt. Machen wir einfach mal das. Ach, das kostet halt direkt schon 2. Lol. Ja, dann warten wir erstmal. Nimm dir was. Du kannst jeden Vorteil gebrauchen. Also jetzt habe ich so ein paar Parallelen zu Teil 1. Bei Teil 1 gab es auch so unter der Bar so eine Art Dingens. Geheimlager. Schwarzer Baron. Ich bin heute Morgen mit einem Schrei aus dem Albtraum hochgeschreckt. Es ging um diese verflucht schwarzen Baron. Ich hatte es so gehofft, nie wieder an ihn denken zu müssen. Ich habe ein ganzes Gebäude über diesen mörderischen Bastard einstürzen lassen und ich bin immer noch nicht sicher, ob er wirklich tot ist. Ich würde sogar mit einer Crew losziehen, nur um seine Leiche auszubuddeln und sicher zu gehen. Aber wegen dieser ganzen Mutanten-Scheiße werde ich hier gebraucht. Wenigstens weiß ich, dass wir den letzten seines Teams erledigt haben. Hat mich aber 30 meiner besten Leute gekostet. Ist noch nicht lange her, dass mich die alten Freunde in einem Albtraum besucht haben. Oh. Schwarzer Baron? Was war denn mit Schwarzer Baron? Keine Ahnung. Kam denn Teil 1 vor? Hab ich da wieder was verpasst? Richtiges Streaming-Arsenal hier, wa? Geil. Also, ich bin auch auf Twitch. Link in der Beschreibung. Das war Schleichwerbung auf dem Weißen. Da ist der Scrambler. Mein kleines Decker-Puzzleteil. Du wirst ihn brauchen, um am Bodenpersonal der Obrigkeit vorbeizukommen. Aber er ist noch nicht bereit. Was zum Teufel ist das? Lass mich raten, wir kommen aus der Bar raus. Zumindest. Oh, lol. Hä? Was soll denn das faule Scheiß hier? Seitensperren verschollen. Ich arbeite am Frühwarnsystem von Gunbarrel. Es verfügt über einen großen Wachturm im Westen, sodass wir alle Schreckliche sehen können, das sich um uns nähert. Ich fürchte, dass unsere Sperrin etwas zugestoßen ist. Sie hat sich seit 2 Tagen nicht gemeldet und ihr altes Auto ist weg. Warum ihr altes Auto? Kann ich einfach nur schreien, ihr Auto ist weg? Ich befürchte das Schlimmste. Sobald wir uns die Mutanten gekümmert haben, sollten wir eine Patrouille losschicken. Ist nicht verkehrt, ne? Wieso haben die alle hier so Tablets? Richtige reiche Erdenbürger. Wir schlafen wie der letzte Mops, Alter. Hey, Ranger! Danke für die Unterstützung. Den kleinen Schluck habe ich gebraucht. Wirklich gebraucht. Ich meine wirklich. Von welchem Schluck redest du gerade?
den Eiweißschluck. Ich arbeite nur für Marsh. Bring ihm all die Sachen und schmutzigen Infos, die es hier im Gunbury gibt. Oder im Redland, in Wellspring, von überall. Sogar Vineland. Ja, Ryan Cockaim. Marsh hat sich um mich gekümmert. Hatte keine Chance in der Kasse. Musste überleben ohne Muckis. Fing früher mit dem Saufen an. Drehte durch. Wenn nichts zu trinken da war. Er holte mich aus der Scheißstadt und kümmerte sich um mich. Er gibt mir das beste Gesöffel. Nicht den billigen Fusel von früher. Es ist ein gutes Leben. Besser als tot sein. Boah, ist das schlecht synchronisiert, ey. Wegen Vineland tut's mir leid. Aber erwarte nicht zu viel Mitgefühl. Die Leute hier halten nicht viel von Vineland. Wir sehen uns. Vielleicht arbeiten wir mal zusammen. Habt ihr so ein Gefühl? Boah, das ist mega cringe. Die hört sich an wie so eine Grundstimme von Brazers. Jo, was ist denn hier mit dem ganzen Krack-Krack? Hier mit Cockaim konnte ich noch sprechen, oder? Nee. Lol. Das ist, glaube ich, die Sprechblase vom Marshall, ne? So ein paar Probleme hat das Spiel, ne? So ein paar leichte. Ist einfach nicht auch vorbereitet auf einen wie mich. Was habt ihr beiden da gemacht? Ich will es gar nicht wissen. So. Wir gehen jetzt aber erstmal ab in die Wüste und erledigen die komischen Jobs, die wir gekriegt haben. Bisschen Action hier. Ranger, wir haben wieder Saft. Großartige Arbeit. Ja, kein Ding. Ne, guck mal, wir gehen doch mal erstmal hier. Gut, Buster. Ah ja. Gut, Buster. Ach Leute, wir kommen ja aber im Kreis. Ist ja eine schöne Stadt. Ah, super schön. Hier ist einfach eine Kanalisation an der Saufbar. Sehr schön. Wie kann man das Auto denn reparieren lassen? Einsteigen? Komm bald wieder, Walker. Ja, immer so. Noch der Archenschlitten, was? Das hier vielleicht reparieren? Ist deine Sache. Kaufen wir einfach mal. Gucken, was passiert. Nichts? Ach lol, das Verkaufen und Kaufen. Ach, schön. Munition. Ach, im Besitz 27.000, wollte ich schon sagen. 2710. Ja, das reicht ja erstmal, ne? Aber wie kann ich denn mein Auto reparieren? Kein Umtausch. Ja, ja. Tabulator? Fahrzeuge. Phoenix. Rufen hier nicht möglich. Upgrades ansehen. Sicherheitsmodus. Schützt dein Fahrzeug vor Zerstörung. Oh. Gatling-Gang. Druckwelle. Lenkraketen. Die sind auch nicht verkehrt, ne? Verstecktes. Aha. Schützt ein Fahrzeug vor Zerstörung. Hä? Schleudert dich aus dem Fahrzeug. Ach, lol, guck mal, das ist die Basis, wo wir letzte Folge waren. Lol. Oh, wie viel man dafür haben muss, wa? 1 von 30. Wir sehen uns.
reparieren? Aktiviere Systeme. Wie kann ich dich denn reparieren, Alter? Lass mich einweisen. Bin bald wieder da. Was? Zustand wiederhergestellt. Was ist. Hä? Was hab ich gemacht? Wie gesagt, lass mich, ich werde mich einweisen. Hä? Ach lol. Systeme regenerieren. Komm zurück, Walker. Mir geht's gut. Ach lol, so geht das. Easy going. So. Ach, und wenn die lila sind, dann ist das für den Marshall, wenn die blau sind, für diesen komischen alten Opi. Und gelb ist für die Frau. Ist ja easy. Ist ja jetzt nichts. Kommt man denn da hin? Walker, meine Operationen warten auf dich. Vergiss nicht, dass dir meine Projekte von Nutzen sein werden. Was? Was ist hier los? Ach so. Das ist diese Fernsehsendung. Glück da draußen. Danke. Sieht auch gar nichts, ey. Kann man kein Licht anmachen? Haben die sowas nicht? Mit Licht? Ich guck mal, die Steuerung. Allgemeine ein. Stellung. Ne. Controller, Tastatur, Mauseinstellung. Ne. Ach da, Belegung. Interagieren, Nahkampf, Schießen, Visier, Waffe wechseln. Was zum Grafpfeiler? Ah, Junge, was kommt denn alle noch? Zum BAföG wechseln. Ja, schlecht. Aber man kann das auch umändern. Das ist. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt, oder? Overdrive Fusion, ne? Was ist denn hier Steuerung? Da. Nahrungsfokus halten. Können wir das C machen, überschreiben und. Da Steuerung machen. Oh geil, guck mal, man kann sogar auswählen, entweder umschalten, also man drückt einmal drauf, dann drückt man sich die ganze Zeit oder gedrückt halten. Ey, das ist irgendwie da, also da muss man sagen, da, das Optionsmenü ist echt nice. Aber ich glaube fast, es ach lol, das geht automatisch runter links. Aber es gibt kein Licht. Schießen, Viersehr, Nachladen, Gadget. Oh, Junge, wo kommt der denn her?
Es gibt kein Licht. Nee. Schade. Was ist denn? Hast du gesagt, wir töten jeden? Aber ja, Junge. Aktivieren Systeme. Ziel erreicht. Da soll er sein. Der ist komm bald wieder, Walker. Der hat fast so eine Musik wie der. Nicht, Alter. Geht doch. Ey, die haben ganz schön. Halt die ganz schön was aus. Das war's? Ernsthaft? Okay. Das war jetzt irgendwie. Verkrustete Socke, Alter. Geht, Alter. Das war jetzt irgendwie ein bisschen. Komisch einfach. Aber die Pistole war voll schlecht. Habt ihr das gesehen? Junge, 10 Schüsse drauf. Die waren natürlich alle getroffen, ja? Aber irgendwie. Oh, das war's. Leute, das war der schwierigste? Das war ja easy. Das wäre ja gar nichts. Aktiviere Systeme. Das Auto ist so laut, ne? Das Auto ist so unglaublich laut einfach. Aber man kann das einfach nicht einstellen, Alter. Hier sind die Geräuschlautstärke, aber wenn wir die noch weiter runter, dann hat man ja gar nichts mehr vom Sound. Also von einem normalen Sound. Komm, wir gehen einfach hier hin, zu denen hier. Machen wir das. Was war denn das? Rage 2 ist jetzt erhältlich, also raus mit euch und irgendwas das Ödl. Hä? Ich spiele noch Rage 2. So, der Banditenunterschlupf ist ein beliebiger Treffpunkt von Verbrecherbanden. Normalerweise besteht sein Unterschlupf aus wenigen, mehr als ein paar gewaltsam eingeeigneten Hütten, die zwar nur geringfügig Schutz bieten, dafür aber als Ausgangspunkt für weitere Überfälle dienen. Feindliche Außenposten in Sicht. Die Handelskoalition würde diesen Außenposten zu gerne wieder zurückhaben.